Holen Sie gut Luft? Nein? Versuchen Sie mal tief, ganz ruhig tief ein- und auszuatmen. Ganz ruhig tief ein- und ausatmen. Okay, gut, das hört sich aber gut an. Während der ganzen notfallmäßigen Behandlung der Patientin hat das Telefon geklingelt, was sie dabei hatte. Da sie sich nicht adäquat äußern konnte, bin ich dann ans Telefon gegangen. Glücklicherweise hat sich am Telefon die Mutter befunden, die mir dann auch noch mal Auskunft geben konnte über den Namen. Und die hat sich ja dann auch so schnell wie möglich auf, die, auf den Weg gemacht in die Klinik. Wie Bescheid haben Sie nicht? Sie haben sonst nur Schmerzen am Handgelenk. Also irgendwie ist das jetzt so ein bisschen ein Rätsel. Die Mutter ist da. Ah, okay. Ja, guten Tag. Guten Tag, Fürstenstein, hallo. Sie sind die Mutter von der Alina. Wo ist das Kind? Wo ist denn das Kind? Welches Kind? Ihr Kind ist hier, oder? Ihr. Ja, das ist mein Kind, aber meine Tochter hat doch selbst vor 12 Wochen entbunden und ist Mutter. Klinik am Südring, die Familienhelfer. So, Alina, okay. Maus, was das ist denn hat los? Sie uns nicht erzählt, natürlich. Ich kriege auch momentan nicht so viel aus ihr raus. Gott. Sie ist ein bisschen benommen. Sie kam zu uns in die Notaufnahme. Ich habe mich natürlich gefragt, was mit Alina passiert ist. Und als ich mich umgeschaut habe, da habe ich meinen Enkel Adam nicht gesehen. Da habe ich mir solche Sorgen gemacht, dass was passiert sein könnte, dass er irgendwo völlig hilflos und alleine ist. Da die 16-Jährige sich entweder nicht äußern kann oder will, wo ihr 3 Monate altes Baby ist, versucht die Großmutter, den Vater des vermissten Säuglings zu erreichen. Der müsste eigentlich bei der Arbeit sein und kann sich deshalb tagsüber nicht um das Kind kümmern. Ich weiß nicht, was passiert ist. Man kann sie auch nicht ansprechen. Hast du genug Wasser heute? Ach, das Kind ist bei dir. Warm ist? Gottes Willen, dann bin ich jetzt erstmal beruhigt. Und als ich da den Kindsvater Marcel erreicht habe und er mir sagte, dass er den Kleinen hat, da war ich dann beruhigt. Aber bis dahin habe ich 1000 Tode ausgestanden. Während Ärztin Isabella Fürstenstein die junge Mutter zur Abklärung innerer Verletzungen in die Radiologie bringen lässt, trifft der Kindsvater ein. Der Auszubildende hatte sich am Morgen mit seiner Freundin gestritten. Niemand weiß, wo sich die 16-Jährige seitdem aufhielt und warum sie nun zusammengebrochen ist. In der jungen Familie gibt es mehr Anlass zur Sorge, als die Großmutter bislang angenommen hat. Ich mache eigentlich alles und wir streiten uns nur seitdem, also seit der Schwangerschaft schon. Das gibt's doch gar nicht. Und ich weiß auch nicht, warum. Ich versuche immer das Beste, ich gebe immer das Beste für Adam, ich kümmere mich um alle, um beide. Ist denn mit dem Baby alles okay? Das schreit ja die ganze Zeit. Ja. Das ist, hat's vielleicht Hunger oder so? Steht ihre Freundin? Ja, sie steht. Okay, hat sie denn jetzt zuletzt, wann hat sie das letzte Mal gegessen? Also getrunken, besser gesagt? Ich weiß es nicht. Hm. Also, die ist jetzt gerade beim Röntgen, ne? Also die müsste gleich wiederkommen. Das Baby ist halt auch immer unruhig, seitdem wir uns immer streiten. Ach so. Ärztin Isabella Fürstenstein bittet daher Familienhelferin Fabienne Groß, sich den 3 Monate alten Jungen anzusehen. Immerhin ist er offenbar schon seit Tagen unruhig. Die Hebamme kennt die Familie bereits, da sie das Baby auf die Welt geholt und die junge Mutter im Wochenbett betreut hat. Denn warum weint er denn ständig? Das muss doch eine Ursache haben. Ja, das kann, nicht auf. Das kann eine Ursache haben, das muss aber gar keine Ursache haben. Wir müssen erstmal grundsätzlich alle versuchen, ein bisschen ruhiger zu werden, weil das überträgt sich auf jeden Fall auch auf Adam. Zum einen gibt es eine kleine Entwarnung, also eine Fraktur am Unterarm oder am Handgelenk hat sie nicht. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine Prellung, aber was mir jetzt schon Sorge macht, was mit dir los ist, Alina. Du bist zwar jetzt so ein bisschen wacher, aber warum bist du so apathisch? Marcel? Das ist meine Schuld. Was ist denn los? Du denn auch mit dir hin? Du nennst ja auch zu Hause. Ja, alles ist meine Schuld, dass du hier zusammenbrichst. Hey, es muss doch anders gehen. Jetzt streitet euch nicht. Ich habe das ganz gut gemacht. Und ich denke, es ist vielleicht doch mal gut, wenn ich wirklich mal komme. Nicht als Frage, sondern als Feststellung. Es gab natürlich mal Konfliktpotenzial, wenn so junge Menschen auch Eltern werden, wegen Übermüdung, Verantwortungsbewusstsein und. Aber es gibt halt auch im späteren Verlauf des Wochenbetts sowas wie eine Wochenbettdepression, wo die Frauen halt auch apathisch werden, sich so zurückziehen und alles und jeden ablehnen oder auch dann aggressiv den engsten Familienangehörigen werden. Und da muss man einfach auch mal gucken, könnte das auch sein, dass das in eine Wochenbettdepression geht. Wochenbettdepressionen äußern sich zum Beispiel durch Verzweiflung, Schlafstörungen oder Appetitlosigkeit. Ob die 16-Jährige tatsächlich deswegen zusammengebrochen ist, will Fabienne Groß bei einem Hausbesuch abklären. Nach all den Streitereien beobachtet die Hebamme nun einen liebevollen Umgang beider Teenie-Eltern mit ihrem Kind. Doch die Familienhelferin wird noch erkennen, welch schockierende Umstände die junge Familie so belasten.
Was ist denn so Ihr Eindruck? Wenn ich jetzt sehe, wie liebevoll Marcel mit dem Kleinen auch umgeht und wie glücklich sie ja eigentlich waren, und ich habe ja auch nie Streits mitbekommen, da hoffe ich natürlich, dass die beiden zusammenbleiben. Es kann einfach sein, wenn ein Elternteil die Familie frühzeitig verlässt und die Mutter mit dem Kind alleine lässt oder auch die Mutter mal den Vater mit dem Kind alleine lässt, dass das beim Kind natürlich seelische Spuren hinterlässt, dass das Kind Verlustängste erleidet, subtile Ängste erlebt, die man gar noch nicht fassen kann. Und das ist nicht so ganz ohne. Marcel habe ich mir direkt genommen als Ersten, um einfach zu klären, wie bringt er sich in die Familie ein? Wie unterstützt er Alina? Ihr habt euch ja in der Klinik schon ordentlich da angegangen, ne? Seit wann ist das so? Ist ja, das hat während der Schwangerschaft schon angefangen. Okay. Mhm. Und ja, ich hatte auch das Gefühl, ich habe mich mehr über Adam bzw. über die Schwangerschaft gefreut als Alina sich selber. Mhm. Nach der Geburt wurde das auch nicht besser, sondern immer schlimmer. Die Hebamme bittet den 18-Jährigen, eine Übersicht der täglichen Aufgaben der jungen Eltern zu erstellen. Dabei wird klar, dass der junge Vater seine Freundin tatkräftig im Haushalt unterstützt und dies kein echter Grund dafür sein dürfte, warum die frischgebackene Teenie-Mutter so angespannt ist. Interessant sind für mich natürlich auch die Nächte, ne? Wie ist das da? Nächte bin, also ist eigentlich meistens abwechselnd. Okay. Nur, also ich kümmere mich eigentlich schon viel, vor allem nachts. Wir haben einfach wirklich mal einen Tagesplan aufgeschrieben. Und da hat er auch ganz klar signalisiert, sie kann sogar mal schlafen, dass er den Nachtdienst quasi übernimmt. Und da konnte ich relativ schnell ausschließen, so ganz überfordert, Richtung Wochenbettdepression geht es vielleicht dann doch nicht. Und da war mir Marcel sehr aufgeräumt und sehr liebevoll und hat sich immer so gewundert, warum Alina so barsch und so eigentlich ja frech zu ihm war. Fabienne Groß muss also der Ursache für den ständigen Beziehungskrach weiter auf den Grund gehen. Schließlich wirkt sich dieser auch negativ auf das Baby aus. Bald soll sich herausstellen, dass die 16-jährige Mutter ein brisantes Geheimnis hat, das das Leben der gesamten Familie auf den Kopf stellen wird. So ganz okay war es ja so nicht in der Klinik, oder? Doch. Hatte nur zu wenig getrunken und zu wenig gegessen. Mhm. Aber ihr seid euch da ja schon ziemlich angegangen. Ja, ich war einfach schlecht gelaunt. Das alles? Ja. Da gibt's nichts mehr, was du mir oder sonst erzählen willst. Weil das war ja schon, Marcel hat mir ein bisschen was erzählt. Wir haben aber auch einen Plan gemacht, dass er dir schon sehr viel hilft. Wir haben's aufgeschrieben, ich kann dir das zeigen. Ja, aber irgendwo habe ich das Gefühl, willst du irgendwas nicht erzählen. Nee, warum? Ich hatte das Gefühl, dass Alina mir irgendwie was sagen wollte, aber mit der Sprache nicht so richtig rausrücken wollte. Und habe lange überlegt, was könnte ich denn jetzt noch anwenden. Dann habe ich gedacht, na, einen Trick haben wir vielleicht noch. Und da ist die Bombe geplatzt. Die Familienhelferin will es der jungen Frau leichter machen, sich zu öffnen. Der Hebamme ist klar, dass irgendetwas zwischen dem Paar steht. Mithilfe eines Fotos will Fabienne Groß die 16-Jährige aus der Reserve locken. Da bricht es aus ihr heraus. Sag es ihm. Sag es ihm, was nicht stimmt. Ja, okay, ich hab ein Geheimnis, aber ich kann's nicht sagen. Ihm. Nee, er ist nicht da. Sag's ihm einfach. Er ist nicht da. Er kann jetzt nichts sagen. Ja, es kann sein, dass er nicht der Vater ist von Adam. Okay. Ja, aber wenn ich ihm das erzähle, dann bricht es ihm das Herz. Du musst ehrlich sein, weil du wirst ihm gegenüber ja auch immer aggressiver. Ja, ich hatte Sex mit jemandem auf der Klassenfahrt und wir haben zwar ein Kondom benutzt, aber ich habe halt Angst, dass das Kondom irgendwie verrutscht ist. Es ist nicht mehr als fair, beiden gegenüber, Adam und Marcel, und eben im Endeffekt auch deiner Mutter und dir, ihm das zu sagen, ja? Ja, aber ich habe Angst davor. Und dann klären. Ja, aber ich bin da. Okay. Ihr schlechtes Gewissen und der Druck der ungeklärten Vaterschaft haben bei der jungen Mutter zu Gereiztheit und zu ihrem Zusammenbruch geführt. Die 16-Jährige trägt zudem ein altes Trauma mit sich herum, das es ihr noch schwerer gemacht hat, ihrem Freund die Wahrheit zu sagen. Ihr eigener Vater hat die Familie verlassen, als sie noch ein Kleinkind war. Nun hat die Schülerin Angst, dass auch ihr und ihrem unschuldigen Baby dieses Schicksal widerfährt. Was willst du mir erzählen? Ja. Kann vielleicht sein, dass du nicht der Vater von Adam bist. Was? Ich bin nicht der Vater von Adam. Ja, als wir die Beziehungspause hatten, da war ich doch auf der Abschlussfahrt in der 10. Klasse. Ja, und? Ja, und dann habe ich halt, ein Freund war halt für mich da und dann haben wir miteinander geschlafen. Ach, wir haben einmal eine Pause und du suchst dir direkt den nächstbesseren, oder was? Nein, aber er war halt für mich da. Ja, ich bin nicht für dich da, oder was? Ich mache alles für euch beide. Okay, hier gehen ganz viele Emotionen hoch, verständlicherweise. Ja,
Aber wir können das klären, wer der Vater von Adam ist, damit für euch auch eine Klärung und dann vielleicht auch eine Ruhe eintritt. Ja, können wir gerne machen. Aber ich brauche jetzt echt Zeit für mich. Das ist mir jetzt echt zu viel. Ja, aber es tut mir doch leid. Ja, mir tut auch vieles leid. Aber ist nur ich, jede Entschuldigung ist direkt angenommen. Alles aber ist bleib okay. Doch hier. Nee. Irgendwo geht's zu weit, echt. Ja, die Nachricht hat eingeschlagen wie eine Bombe, ne? Sowohl bei Marcel natürlich, als auch bei der Mutter von Alina. Und darum habe ich relativ schnell diesen Vaterschaftstest in Betracht gezogen. Und ich halte es für ganz elementar wichtig, dass beide oder alle drei einfach wissen, wer ist der Vater. Einfach für die seelische Entwicklung des Kindes, ne? Also von dem kleinen Adam, als auch für die Beziehung des Paares. Eine Woche später ist das Ergebnis des Vaterschaftstests da. Fabienne Groß steht dem Paar auch in dieser Ausnahmesituation bei. Denn das Resultat kann die kleine Familie auf eine harte Bewährungsprobe stellen. Sehr geehrte Frau Neurer, gemäß Ihrem Auftrag durch folgenden Gentest durchgeführt, der Fahrschausser hat ergeben, unser Test ergab, dass Herr Marcel Kühner zu 99,999% der Vater von Adam Neurer ist. Hey, oh, ist das schön. Die jungen Eltern geben ihrer Liebe und ihrer jungen Familie noch eine Chance. Das Paar hat sich ausgesprochen und Marcel hat seiner Alina verziehen, dass sie sich während einer Beziehungspause aus Einsamkeit auf einen guten Freund eingelassen hatte. Die 16-Jährige hat keine körperlichen Beschwerden mehr, genauso wenig wie ihr Baby.